Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Es gibt da ein Thema, das immer mehr für Verwirrung sorgt. Einerseits redet man über gesunden Zucker, Galaktose haben Sie sicher auch schon gehört. Und dann gibt es da immer wieder so Berichte, wo man sagt, wissenschaftlich bewiesen, das sei alles andere als gesund. Nun, mein Gast hat sich damit auseinandergesetzt und kann ganz genau sagen, wieso kommt denn diese Meinung, es sei ungesund und woher beruht man sich da auf was für Studien. Und das möchte ich mir heute einfach mal wirklich für Klartext sorgen. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor und dann legen wir los. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und mein Gast ist der Dr. Med. Simon Feldhaus von der Paramed. Herzlich willkommen, lieber Simon. Dankeschön, danke. Ja, du weißt, von was ich rede, gell? Ja. Das ist ein nicht unbekannter Arzt, der in einem Biologie, glaube ich, studiert hat und auch über Galaktose geforscht hat. Ja. Aber nicht am Menschen, gell? Genau. Also das Grundthema sind ja Kohlenhydrate und Zucker. Und die Arbeit mit Zuckern und wie gehen wir damit um, das ist ja ein Riesenthema. Und eines der Themata ist, wenn man mit Zuckern arbeiten möchte, was für mich durchaus Sinn macht, dann eben mit den richtigen. Der Schlüsselpunkt ist das Insulin, ob ein Zucker Insulin auslöst oder nicht. Das heißt, wenn ich den Zucker esse, steigt er im Blut an. Und dann ist die Frage, ob und wenn ja, wie viel von dem Gegenspieler Insulin freigesetzt wird. Weil eigentlich die Insulinreaktion die ungesunde Reaktion ist. Ein bisschen wäre okay, aber sobald das zu viel wird, senkt es zwar den Zucker ab, verschiebt ihn aber am Ende des Tages ins Fett und macht alles negativ. Ja. Das ist mal die Grundbasis. Und von dieser Grundbasis ausgehend arbeitet man gerne mit den sogenannten gesunden Zuckern. Die Definition von gesund ist hier jetzt eben dieser niedrige glykämische Index. Das heißt, wenn ich diese Zuckerkohlenhydrate zu mir nehme, dann kommt eben keine oder nur wenig Insulinreaktion zustande. Und Galaktose ist jetzt ein typisches Beispiel. Das ist ein Einfachzucker. Glucose wäre der normale Zucker, den wir kennen. Galaktose sieht ähnlich aus, ist an einer Stelle ein bisschen verändert. Ist auch so ein Einfachzucker. Und der große Unterschied ist, dass wenn ich Galaktose zu mir nehme, das aufgenommen wird, in der Blutbahn verteilt wird, aber eben nicht diese Insulinreaktion folgt. Mhm. Nicht wenig, sehr wenig Insulinreaktion folgt. Oder umgekehrt, dieser Zucker kann in die Zelle hinein und dort wirken, ohne dass Insulin hilft. Weil die eigentliche Idee ist, die Zelle ist wie ein Zimmer. Im Zimmer innen drin ist der Herd, wo der Zucker drauf muss. Und draußen hat es eine Tür und das Fenster. Und der normale Zucker muss durch die Tür, Glucose. Die Tür ist aber verschlossen. Insulin wird die Tür öffnen und damit kann der Zucker da reinlaufen. Ja. Das Dumme ist, die Tür gibt es halt auch am Fettgewebe und überall. Ja. Wenn ich also sehr viel Zucker esse, gehen sehr viele Türen auf und Zucker kann da reinlaufen. Galaktose kann durchs Fenster. Galaktose braucht die Tür nicht. Es braucht also nicht den Insulinrezeptor vermittelten Zugang. Das ist ein Beispiel. Super. Oder? Also Galaktose geht durchs Fenster, kommt direkt in die Zelle, kann dann da verwertet werden. Und damit ist Insulin raus. Mhm. Das Einzige, was notwendig ist, das muss man wissen, dieses Fenster ist okay, aber es ist ein bisschen klein. Damit genügend Galaktose da rein muss, muss vor dem Fenster recht viel Galaktose sein, damit sie da hineinflutschen kann. Deswegen muss man, wenn man mit Galaktose arbeitet und einen Effekt haben will, eine bestimmte Menge pro Tag einnehmen. Wenn ich die unterschreite, ist zwar ganz nett, bringt einfach praktisch nichts. Ich muss also wirklich eine Menge nehmen. Wenn ich das alles mache, dann funktioniert das. Und dann ist es eben wunderbar, das Zeug geht in die Zelle, wird dort verwertet und alles ist gut und Insulin bleibt tief. Was will ich mehr? Aber warum soll ich Galaktose unbedingt ins Fenster reindrücken? Ich meine, wenn ich Galaktose nehme, dann will ich einfach etwas Süßes essen. Genau. Punkt. Das ist die zweite Alternative. Ich kann Galaktose einfach als Süßstoff nehmen. Also ich will was Süßes essen, wo mir nichts schadet, dann ist es okay. Manchmal will ich vielleicht, aber weil ich erschöpft bin, müde bin oder weil eine Anstrengung auf mich zukommt. Energie. Also Sport, ich mache einen Marathon oder ich bin mitten im Fußballmatch oder ich habe jetzt eine schwierige Sitzung, wo ich sehr viel denken muss oder eine Prüfung. Ja, Kaffee und viel Galaktose rein. Und dann tak, tak, tak und dann wie viel? Leistung machen. Pro 24 Stunden sind so 15 Gramm interessant, die man aber aufteilen muss. Der Nachteil war bisher, es gab Galaktose immer nur so großen Dosen, wo man einfach Löffel rausnimmt. Das ist ein bisschen mühsam, deswegen wird es jetzt bald Galaktose in einer viel interessanteren Form geben, nämlich in so kleinen Beuteln, wie diese Zuckerbeutel, die in den Kaffeeautomaten stehen. Da sind dann immer 5 Gramm, das ist die Einzeldosis. Und den kann man einfach in die Tasche stecken und mitnehmen. Das wird dann viel einfacher werden, da muss man nicht groß messen und sowas. Aber am Ende
bis zu 15 Gramm pro Tag, aufgeteilt in 5 oder 10 Gramm als Einzeldosis. Als Sportler mache ich mir 500 Milliliter Wasser, 2 Esslöffel, so etwa 10 Gramm Galaktose rein und trinke das während dem Sport. Das ist viel also, besser, als die einfach, ganzen Energiedrinks. Es braucht oder? Keiner diese komischen isotonischen Zeugs da, sondern normales Wasser, Galaktose rein, ein Hauch Kochsalz noch, damit es ein bisschen Salz drin hat. Und das war's. Das ist alles, was wir als Sportdrink brauchen. Und da, wir kennen alle Kurt Mosetter, der hat nicht zu Unrecht auch einen Award bekommen. Der kennt sich jetzt aus und der war in allen Sportgeschichten, Fußballnationalmannschaften und, und. Und die haben bei all diesen Sportlern mit Galaktose gearbeitet. Also es gibt nicht nur eine Theorie, es gibt unglaublich viel Praxiserfahrung. Mhm. Und das ist jetzt einfach so. Und jetzt kommt aber ein großer Unterschied. Das ist jetzt Mensch. Jetzt gibt es eben andere Organismen und zum Beispiel die Maus. Und die Maus hat einen anderen Galaktosestoffwechsel, respektive die Maus kann mit Galaktose nicht korrekt umgehen. Die Maus hat andere Phänomene als Menschen und Stoffwechselstörungen. Es gibt auch ganz, ganz selten bei Menschen eine Krankheit, die heißt Galaktosämie. Das ist ein ganz seltenes Krankheitsbild, wo Menschen Galaktose nicht verstoffwechseln können. Denen sollte man keine Galaktose geben. Das merkt man relativ schnell und dann, denen geht es nicht gut und, und. Aber das ist, keine Ahnung, einer von 100.000 oder sowas, also das spielt keine Rolle. Bei Mäusen hingegen sind solche Fehlstoffwechselwege die Regel. Wenn ich jetzt also mit einer Maus Galaktosestudien mache, werde ich dort negative Ergebnisse bekommen. Logisch, weil das ist für die Maus kein geeigneter Zucker. Mhm. Deswegen kann ich also nicht, also ich kann schon Studien mit Mäusen machen und dann behaupten, ah, das ist ja alles ganz gefährlich, die Mäuse kriegen Demenz oder sonst irgendwas. Dann ist das ja für den Menschen gleich gefährlich. Natürlich ausgemachter Unsinn. Hier kann ich nicht von der Maus auf den Mensch schließen, sondern es ist halt ein Mäuseversuch. Und nur by the way, wo kommt Galaktose am häufigsten vor in der Natur? In der Muttermilch. Das ist der Hauptzucker der Muttermilch. Ja. Wenn also Galaktose so gefährlich, tödlich, giftig wäre, da hat die Natur aber einen groben Fehler gemacht. Also ganz grob. Und alle Babys werden vergiftet. Ja, ja. Das erwarten wir auch Glück. Da haben wir gerade noch Glück, als wir da durchgekommen sind. Wahrscheinlich, weil ich mehr Bier bekam als Muttermilch oder so. Also natürlich ist Galaktose kein Allheilmittel für die gesamte Welt und ein Freibrief, das ist ja alles Unsinn. Aber es ist, vor allem wenn man es vielleicht sogar noch mit dem Schwesterzucker Ribose kombiniert, Ribose ist auch so ein Einfachzucker, der wiederum ohne Insulin funktioniert, aber noch einen etwas anderen Mechanismus hat. Und wenn ich es mal sehr, ich sage jetzt bewusst, laienhaft beschreibe, das ist jetzt biochemisch nicht hundertprozentig richtig, aber von der Wirkung her, Galaktose ist ein bisschen mehr der Hirnzucker und Ribose ein bisschen mehr der Körperzucker. Und Tacatose ist mehr für den Darm, oder? Und Tacatose ist für alles ein bisschen, aber Tacatose ist auch einer dieser Zucker, der funktioniert, weil er auch wieder nicht am Insulinstoffwechsel arbeitet. Also wenn ich diese Zucker intelligent kombiniere, es gibt dann noch die Mannose übrigens, der ist vor allem für die Blase, schützt vor Blaseninfekten, vor bakteriellen Harnwegsinfekten. Kann ich auch in der Therapie zu Harnwegsinfekten benutzen. Hat aber auch noch einen gewissen systemischen Effekt. Also wenn man so will, sind das die vier Hauptzucker. Galaktose, Ribose und dann die kleineren Zucker, Mannose und auch Tacatose. Mit diesen Zuckern kann ich therapeutisch umgehen, wenn ich Energie erhöhen will. Und eine besondere Geschichte ist dann auch noch, und das muss man schon so sehen, Krebszellen, vor allem die aggressiven, das hatten wir in früheren Sendungen schon öfter besprochen, vor allem die aggressiven Krebszellen verstoffwechseln praktisch ausschließlich Zucker, Kohlenhydrate, Glucose. Krebszellen können nicht Galaktose essen. Also essen schon, aber nicht verstoffwechseln, denen fehlt dieses Enzym. Eine Krebszelle mit Galaktose funktioniert gar nicht. Mit Tacatose könnte sogar ein negativer Aspekt entstehen. Mit Glucose hingegen explodieren sie. Also ich habe eigentlich ganz, ganz viel positive Effekte dieser Einfachzucker. Was macht der Onkologe mit der Glukoseinfusion? Ja, nicht nur Glukoseinfusion, das ist das eine. Die ganzen Flüssignahrung auf den onkologischen Stationen bei den Patienten, denen es übel ist durch die Chemotherapie und nichts essen können, Zucker, die kriegen hochkonzentrierte normale Zuckerflüssigkeiten zum Trinken, was eine absolute Katastrophe ist, aber keiner hört drauf. Also das sollte man nicht tun. Sondern eben, da nimmt man eben genau Galaktose, Ribose, macht aus dem halt dann den Quark zum Beispiel, rührt man damit an, dann habe ich den Quark als Eiweiß oder irgendwas anderes mit Eiweiß, muss ja nicht ein Tierprodukt sein, wenn jemand was anderes möchte. Also irgendeine Eiweißbasis und süße das mit Galaktose, dann habe ich ein wunderschönes Dessert, wo kerngesund ist, Energie bringt und süß schmeckt. So habe ich wie ein Benefit, das ist für mich das Schöne an der Galaktose. Schmeckt süß, ich kann damit süßen, aber ich kriege auch noch einen Energieschub. Das ist nicht falsch, wenn ich das brauche.
Und nur um das mal zum Verständnis zu bringen, weil das wird manchmal da wieder so falsch, wir reden nicht von Koffein, wir reden von Galaktose. Schlaf benötigt Energie vom Gehirn. Schlaf ist eine Hochleistung der Hirnzelle. Also gebe ich Galaktose abends vor dem Zubettgehen. Ja, also das heißt nicht, dass besser ich nicht schlafe, sondern genau. Ich habe Energie zum Schlafen. Das ist genau der Punkt. Ich muss ja dann Melatonin produzieren, genau, dank der Energie. Genau, gut. Und nicht etwa wach werden. Also, ja. Obwohl es energieliefernd ist und obwohl ich es nutze für eine Prüfung, es ist aber nicht so, dass es wie Koffein mich aufputscht, mhm, und ich deswegen dann zum Beispiel nachts nicht schlafen kann. Also in der Therapie verteilen wir die Galaktose im Alltag auf 3 Vormittag, Nachmittag vor dem Zubettgehen. Portionen a 5 Gramm. Oder eben rein bedarfsbezogen. Vor irgendwas, vor irgendeiner Prüfung oder vor irgendwas Wichtigem. Kinder, Jugendliche, die Matura-Prüfungen haben, wo man in einer Woche unglaublich viel liefern muss. Perfekt in dieser Zeit Galaktose zu geben. Danach braucht es das dann nicht mehr, aber in dieser Zeit, warum denn nicht? Und deswegen ist es so ärgerlich, wenn dann einfach so aus dem Stegreif heraus nicht korrekte Informationen verteilt werden, die da wieder Angst machen. Und wenn man die Datenlage anschaut und gerade Kurt und sein ganzes Team, die haben ja unglaublich tolle Ergebnisse, auch Studien gezeigt, klar, was Galaktose bei Alzheimer, Demenz und Ähnlichem, mhm, macht. Ja, Kurt hat mir gesagt, ja, das interessiert mich. Ja, ich lasse doch die Leute schwatzen. Ja. Es hat jetzt übrigens auch letztes Jahr, glaube ich, einen Nobelpreis gegeben, ja, im Zusammenhang mit Galaktose. So nebenbei. Hat er gesagt, warum soll ich mich da jetzt einhängen? Ja, ja. Lass die Leute reden. Er ist schon so weit, dass es ihn nicht stört. Das ist auch korrekt für seine Person. Ja. Ja. Aber ich habe die Mails ja auch gekriegt, ja, weißt du, und die Kommentare. Es ist das. Menschen werden verunsichert. Ja. Und niemand von uns behauptet, man soll nur noch Galaktose essen und die Welt lebt damit. Das ist doch Unsinn. Aber als Teil eines Therapiekonzeptes ist es ein wahnsinnig toller Aspekt, den ich extrem gut finde. Mhm. Wir arbeiten bei uns im Zentrum sogar mit Galaktose über Infusionsmöglichkeiten in bestimmten Konstellationen. Also es gibt ganz, ganz viele Einsatzvarianten, wo die Galaktose als Teil eines Konzeptes eine Rolle spielt. Ja. Das ist keine Einheitswunderlösung, hat aber auch nie jemand behauptet. Aber als Teil eines Konzeptes absolut super. Mhm. Mhm. Ja, super. Jetzt gehen wir aber nochmals vom Therapeutischen weg. Ich meine, wir haben heutzutage ja einen Wahnsinnskonsum an Zucker. Ja. Die Eidgenossenschaft hat jetzt gesagt, wir dürfen ein bisschen reduzieren. Jetzt ist es sicher besser. Ja. Das ist immer noch ein Witz, gell? Aber viele Kinder gehen ja auch mit ihren Riegeln und mit Süßgetränken. Ja. Und ja, klar, es schmeckt alles lecker. Ja. Aber es schmeckt ja auch lecker, wenn man es anders macht. Eben mit Taktose, Galaktose. Ja. Aber man muss es halt selber machen. Ja, das ist genau so ein ganz zentrales Thema. Gerade so jugendliche Kinder und Süße und alles. Es wird ja alles rumgesüßt. Übrigens, du hast schon die Regierung erwähnt, die WHO hat sogar die Zuckermenge, die sie freigibt, um 50% reduziert. Das ist für so einen Verein wie die WHO, war das eine bahnbrechende Geschichte. Vor knapp einem Jahr haben sie die Zuckerempfehlungen halbiert. Sind immer noch viel zu hoch, aber 50% für WHO, für Ernährung, das war ein Wellenbruch. Aber eben, alles ist heute gesüßt. Und warum nicht eine Schokolade herstellen aus Schokolade, wo ja bitter ist? Und damit halt für die Kinder, Jugendlichen oder auch die Genussmenschen ein bisschen mehr Süße reinkommt, mache ich Tagatose oder Galaktose in die Schokolade hinein. Das kann man machen. Es gab in Deutschland vorübergehend mal eine Schokolade. Es hat dann leider nicht genügend Absatz gefunden, weil die Leute es eben nicht verstanden haben, weil man sie nicht informiert hat. Es gab wirklich Schokoriegel mit Galaktose. Das waren die besten Pausenriegel, die ich jemals hatte. Ich hatte zu Hause 100 Stück, jetzt habe ich keine mehr. Mhm. Jetzt muss man es selber machen. Man nimmt also Kuvertüre, schmilzt sie vorsichtig, tut den Zucker rein und macht aus dem halt seinen Kindern selber Müsli-Riegel oder sonst irgendwas. Oder macht halt Muffins mit Vollkornmehlen oder Ersatzmehlen aus Lupinen oder sonst irgendwas. Also mit niedrig kohlenhydratverhaltigen Mehlen. Und dann Galaktose, Tagatose oder sonst irgendwas rein. Damit kann man die wunderschön süßlich machen, Süßspeisen herstellen, das den süßen Geschmack geben, Getränke, anstatt die ganze Zeit irgendwelche Schorlen oder hoch mit Zucker versetzte Joghurts. Eine der größten Firmen hier in der Schweiz macht ja Werbung, nur noch 3 Zutaten. Joghurt, Früchte, Zucker. Das heißt, ein Drittel ist reiner Zucker. Tolle Werbung und die Leute kaufen das auch noch. Nein, ich kaufe mir selber Naturjoghurt oder besser, ich mache es mir selber. Das Joghurt fermentieren zu Hause kann jeder machen. Ich mache auch Joghurt selber. Ja. Nimmst du die Galaktose schon ins Joghurt rein und fermentierst sie dann mit oder erst am Schluss? Halb, halb. Ein bisschen mit rein schon zum Mitfermentieren und dann, um so ein bisschen mehr Süße zu erzeugen,
noch oben drauf zum Reinrühren. Gut. Und dann irgendwelche Früchte rein oder was immer ich möchte. Das ist eigentlich die beste Version von Joghurt. Und das wäre übrigens auch das Originaljoghurt. Mhm. Und das hat lebendige Säure. Bakterien. Es hat lebendige Bakterien. Wahnsinn. All das. Aber ist natürlich, ja, wenn man es aus dem Regal nimmt, ist es viel einfacher zu machen. Und natürlich mit natürlichem Fruchtzucker gesüßt. Natürlich gesund. Das ist leider ein großes Thema. Also mit dem kann man genau das machen. Im Alltag. Auch Dinge einfach nur süßen. Da muss man nicht auf diese 15 Gramm gucken, sondern einfach nur Dinge gesund machen und fein machen und dann ist alles fürs okay. Herz. Fürs Herz, fürs Geist, für alles drumherum. Ja. Und trotzdem ist es jedes Mal insulinunabhängig, oder? Das ist der Punkt. Das ist absolut der Punkt. Natürlich könnte man auch zum reinen süßen Birkenzucker und sowas nehmen. Die sind okay. Da muss man einfach eins wissen, wenn man Birkenzucker die ganze Zeit sehr hoch dosiert, ist es für die Darmbakterien nicht so gesund. Am Ende kann man auch da ein bisschen mischen. Gibt ein Missverhältnis, ja, genau. Also auch da mal ein bisschen Birkenzucker rein, da dann wieder das. Mit diesem Zucker kann man ja auch ein bisschen spielen. Stevia? Ja, das ist neutral. Wenn man das gerne hat, kann man es benutzen. Ich finde den Geschmack fast zu penetrant. Ja, aber ich auch. Jetzt gibt halt Blähungen ohne Ende. Du. Wer das will, es ist insulintechnisch harmlos. Mhm. Auch da muss man aufpassen, da wurden auch... Es wäre dann im Rattenversuch krebserzeugend gewesen. Das stimmt, man muss nur die Dosis gucken, die den Ratten gegeben haben. Also da müsstest du 10 Kilo Stevia ja jeden Tag essen. Das ist dann auch Unsinn. Also Stevia ist okay, wer das gerne mag, darf es nehmen. Es hat einfach keinen Nutzen. Es wirkt nur süß. Und bei Galactose habe ich durchaus einen Nutzen. Das heißt nicht, ich muss ihn haben, aber wenn ich will, kann ich mit dem eben noch einen Nutzen erzeugen. Und am Ende ist eben noch ein Punkt, und das ist so ein bisschen mein Thema, wenn wir von süß reden. Der Mensch ist eigentlich ja so gepolt, für uns ist süß eine Belohnung. Weil wenn wir da draußen als Neandertaler durch die Gegend rennen, gibt es nichts Süßes. Aber wenn wir einen Baum finden mit Früchten oder Ähnlichem, ist es wie wow. Und dann essen wir das. Und in vielen süßen Sachen sind von Natur aus eben Zucker drin. Sonst wäre es ja nicht süß, auch verwertbare Zucker. Und im Prinzip ist der Körper durchaus gepolt, süß bringt kurzfristig Energie. Weil wenn ich einen Süßstoff nehme, also Zucker nehme, Glucose oder sonstiges, dann gibt das kurz Energie, dummerweise aber kommt nachher das Insulin, aber es gibt trotzdem ja einen gewissen Energieschub. Wenn ich jetzt nur süß nehme ohne Energiewert, also Stevia oder Birkenzucker, dann kommt zwar süß, es kommt aber keine Energie. Unser System erwartet aber eigentlich einen Energieschub, kommt aber nicht. Mhm. Was dann schnell dazu führt, dass ich noch mehr süß möchte. Deswegen hat man ja alle Süßstoffe zur Tiermast entwickelt. Die Assugrin, also die zusätzlichen Süßstoffe, wurden entwickelt primär, dass Schweine immer mehr fressen. Ach. Weil das Süß eben so eine Art Sucht erzeugt, weil ja keine Energie kommt, will ich mehr süß, süß, süß haben. Deswegen bin ich nicht so ein extremer Fan von rein süß schmeckenden Substanzen, die aber nichts bringen. Mhm. Weil sie am Ende so eine Art Craving erzeugen können. Und mit Galactose kann ich natürlich auch diese Menschen, die manchmal so Stress-Süßesser, das ist ja auch so ein Reflex. Ich habe Stress, mein Serotonin, und dann nehme ich schnell den Zucker, weil er so eine aufpuschende Wirkung hat. Wenn ich das nur mit Süßstoff mache, passiert das eben nicht. Wenn ich das mit Galactose mache, kann ich dieses Craving befriedigen, ohne aber die weiteren Folgen auszulösen. Das ist eben noch so ein Gag für so stressbedingt zuckeressende Menschen. Ist Galactose ein wahres Wundermittel? Weil ich darf das dann auch mal nehmen. Ich darf sogar was süß machen, in dem Moment harmlos. Aber es kommt noch was rein, wo mir tatsächlich auch so das System runterfährt. Weswegen wir auch gute Erfahrungen haben in der Betreuung von Sucht oder suchtgefährdeten Patienten, egal was für eine Sucht wir reden, auch von anderen Süchten. Unter Galactose sind oft dieses, ich muss das jetzt tun, deutlich weniger stark, weil gewisse Befriedigungszentren im Gehirn eben belegt sind mit diesem Kohlenhydrat, ohne dass aber Insulin den ganzen Unsinn macht. Und das alles macht mich so ein bisschen ärgerlich, wenn man dann so relativ breit undifferenziert Galactose auf einmal so schlecht redet. Dass man kritisch diskutieren muss, ist immer eine Diskussion, das gehört sich so. Aber so dieses Verabsolutierende, ja, Galactose ist giftig, da stirbt man, wird dement. Blödsinn. Kann man so einfach nicht stehen lassen, das stimmt einfach nicht. Und ja, schön wäre vielleicht irgendwann mal eine Dinosaurier-Diskussion der beiden Größen. Und die sollen mal in einem Raum. Das klappt fast nie, weil meistens gibt es dann doch diese Idee dann doch nicht. Aber ja, kann jeder in dem Internet die Studien suchen von Herrn Mosetter und seinem ganzen Team, wo er mit drin war. An den Universitäten sind ganz viele Daten gelaufen. Und das sind eben keine Mäusestudien, das sind Menschenuntersuchungen. Mhm. Das ist Mensch, ich nicht Maus. Ja, klar. Und nochmals, Muttermilch lässt grüßen.
Beim Zuckerlust über den Mittag hatte ich auch immer so, und jetzt habe ich meine Mikronährstoffpräparate. Und wenn ich die trinke oder einrühre in was und trinke, keine Lust mehr auf Süßes. Ja. Zack, weg. Ja. Das ist natürlich noch ein zweiter Teil. Natürlich ist nicht alles immer nur Kohlenhydrate, Zucker. Geht auch um Chrom und andere Dinge. Also wie wird in meinem Körper überhaupt die Energie verbessert? In diesen Mitochondrien, in den Zellkraftwerken. Wie kann ich die vorhandenen Kohlenhydrate, die ja auch im Körper sind, der Körper stellt ja auch selber normalen Zucker her, wie kann ich den besser verwerten? Und wenn ich den besser verwerte, komme ich gar nicht so auf dieses Zwanghafte, ich muss jetzt noch mehr Zucker haben. Am Ende ist dieses, ich will jetzt Zucker, ist ein Energiedefizit. Und wenn ich das aber besser ausgleiche durch wieder, wie bei Hormonen im Prinzip, erstmal die eigenen Möglichkeiten verbessern. Mit Chrom als Element, zentrales Teil oder Zink, Chrom und Zink zusammen verbessern die Wirkung dieses Schlüssels im Schloss. Das Schloss wird wie geölt und der Schlüssel kann das viel schneller aufmachen. Das heißt, über eine geeignete Mikronährstoffsubstitution verbessere ich die Eigenwirkung von dem Basisinsulin, was wir ja brauchen. Damit wirkt das viel effizienter. Ich brauche gar nicht so viel Insulin, ich brauche auch nicht so viel zusätzlichen Zucker. Und dann passiert genau das. Auf einmal geht schon allein durch eine Mikronährstofftherapie runter. Absolut. Deswegen nochmal, Galaktose heißt nicht, jeder muss das die ganze Zeit nehmen. Überhaupt nicht. Wir arbeiten immer mit der Basis vom Körper. Mhm. Aber für bestimmte Konstellationen ist es ein ausgesprochen tolles Ding. Mhm. Reden wir noch kurz über Diabetiker. Mhm. Weil auch da sehe ich immer wieder, da ist die Aufklärung so tief und so gering, dass sie keinen Zucker reduzieren müssen. Sie können so leben, wie sie wollen. Ja. Sie kriegen einfach hier ein modernes Pflaster. Ist ganz cool, wie das aussieht. Gell? Ja, also das ist natürlich auch wieder so. Und leider auf eine gewisse Art und Weise ist die Medizin fast schon auf dem Level gekommen. Es gibt halt verschiedene Arzneimittel, auch so eine Spritze, die momentan durch die Welt geht, weil man damit Gewicht abnehmen kann. Ja, da müssen wir mal eine Sendung machen. Unbedingt. Ui, genau. Das ist, ich habe heute Medikamente, die kannst du nehmen oder ich spritze sie dir und du kannst annähernd normal essen, weil die Medikamente das irgendwo wieder auf die Reihe kriegen. Mhm. Das ist nur halb richtig und war natürlich medizinisch genau ein Unsinn. Wenn ich sowas habe, muss ich eben anfangen, vernünftig zu essen, mir gewisse Dinge zu überleben, mit Mikronährstoffen arbeiten. Und dann kommt ein Punkt, wenn ich wirklich einen realen Diabetes habe, vor allem den Typ 2, der klassische, selbstverschuldete Zivilisationsdiabetes. Dort habe ich keinen Insulinmangel, sondern das Insulin wirkt nicht gut. Die Türschlösser sind wie verklebt, die Schlüssel kriegen die nicht auf. Muss ich also 5 Schlüssel benutzen, um diese Tür irgendwann zu öffnen. Oder durchs Fenster gehen. Oder durchs Fenster gehen. Und jetzt kommt eben der Punkt. Weil die Türen nicht aufgehen, habe ich außen zu viel Zucker im Blut. Das heißt, der staut vor der Tür an. Also vor der Tür habe ich viel Zucker. Hoher Blutzucker. Aber in dem Zimmer habe ich ja zu wenig Zucker. Das wird auch gar nicht so gesehen. Der Typ-2-Diabetiker mit hohem Blutzucker, der hat zwar viel Zucker im Blut, aber wegen dem wenig in der Zelle. Mhm. Deswegen ist gerade für den die Gabe von Galaktose fast schon elementar, um die Zelle zu sichern. Das Einzige, wo man immer beachten muss, und das ist einfach nur wichtig zu wissen, Galaktose sieht praktisch genau gleich aus wie Glucose, ist einfach so ein bisschen verdreht. Die Zuckermessgeräte schlechterer Art messen Galaktose wie Glucose. Ah. Wenn ich jetzt also Galaktose esse und messe meinen Blutzucker, wird der ansteigen. Ja. Ja, weil ist ja Galaktose drin. Da darf mich dann nicht verunsichern. Hm. Also Galaktose ist insulinneutral, aber natürlich nicht zuckerneutral. Mhm. Ich weiß das aber, weil ich ja Galaktose genommen habe. Ich werde einen etwas höheren Blutzucker haben, aber das ist ja normal. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt mit Insulin reagieren muss. Genau, und jetzt darf ich ja nicht dann gleich. Deswegen, also, wenn jemand zuckerkrank ist, Medikamente nimmt, damit ja auch seinen Zucker misst und mit Galaktose arbeiten möchte, also nicht mal ein Röhrchen essen oder so, da passiert nichts. Wenn ich aber Galaktose regelmäßig nehme, was ich für durchaus sinnvoll halte, dann wiederum sollte man das auch nicht alleine tun, sondern dann mit einem Spezialisten, Arzt, Therapeut, der sich mit Galaktose auskennt, am Anfang kurz besprechen, damit man das erklärt bekommt, damit man das ausprobiert und nachher wieder sicher ist. Ich weiß, was das bedeutet, es ist alles gut. Wenn ich jetzt die Galaktose genommen habe, messe eine halbe Stunde später, mein Blutzucker wird der höher sein, das ist völlig normal. Aber es ändert nichts an diesem HbA1c, diesem Langzeitzucker. Alles gut, aber kurzfristig gemessen habe ich Spitzen. Ist aber völlig gut. Das ist in diesem Moment gewollt. Mit Glucose sollte das genau nicht passieren. Den Diabetiker geht es besser, wenn er das nimmt. Ja. Aber er muss aufpassen, dass er nicht falsch misst. Genau.
oder eigentlich richtig misst, aber falsche Ergebnisse bringt und sich dann dadurch allenfalls, oder der Arzt, der Hausarzt, der dann, man kann heute ja so Geräte haben, die 24 Stunden den Blutzucker kontrollieren, also direkt messen, in so einer App speichern, was ich toll finde an sich, Patienten schicken die App dem Arzt, jetzt fangen die an, Galaktose zu nehmen, der Arzt weiß das nicht, und auf einmal werden die Zuckerwerte im Blut hoch und dann, der normale Hausarzt muss dann sagen, oh Gottes Willen, ich muss reagieren. Das ist eben dann nicht der Fall. Also deswegen, jemand, der Diabetes hat, Medikamente nimmt und Galaktose wirklich nehmen will, muss das mit dem Arzt auch besprechen. Das darf man nicht einfach irgendwie so nehmen und dann das Gefühl haben, kommt gut. Es ist zwar eigentlich sicher, aber es könnte zu Verwirrungen führen, wenn nicht alle Beteiligten über das Bescheid wissen. Wir wissen jetzt, wie bedeutsam und wie gesund und wie gut das Galaktose ist, richtig angewendet. Wenn ich jetzt ins große Einkaufszentrum in der Schweiz gehe, ich kann hingehen, wo ich will, ich werde diesen Zucker nie finden. Ja, genau. Das ist eine Schweizer Spezialität, weil außerhalb von der Schweiz ist das ein Zucker. In der Schweiz ist es ein Zucker, der auf der Arzneimittelliste steht. Ach. Der darf als Hilfsstoff für Arzneimittel benutzt werden, macht eigentlich keiner, aber er dürfte. Damit steht er aber auf der Arzneiliste. Das hat sich jetzt ein bisschen abgewandelt. Es ist etwas besser geworden. Man kriegt es jetzt in Reformhäusern. Bis vor anderthalb Jahren war es wirklich verboten, weil es stand nur auf der Arzneiliste. Also mit einem Arztrezept hast du den Zucker bekommen in der Apotheke. Sehr speziell. In allen ausländischen, Deutschland, Österreich, überall kann man Galaktose überall kriegen. In der Schweiz war es lange weg. Wir haben jetzt eine etwas aufgeweichte, das war der kleine positive Teil dieser Veränderungen, Version dieses Lebensmitteldingensgesetzes da. Jetzt kriegt man ihn mittlerweile in Reformhäusern oder Drogerien, Apotheken als zum Kriegen, aber nicht in den großen Einkaufsläden. Er steht nicht im Zuckerregal, er muss immer noch im Fachhandel. Also ich habe es nur einmal in der Schweiz gekauft, und mache das nie mehr, weil das war viermal teurer, als wenn ich es da über der Grenze kaufe und ich kann mir das auch per Post schicken lassen. Also wirklich überhaupt gar kein Problem. Genau. Im Ausland ist es ein Zucker. Nahrungsmittel, ein Zucker. Super. Danke ganz herzlich, Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich denke, jetzt ist doch wirklich klar, was Sache ist, dass wir keine Angst haben müssen vor Galaktose. Im Gegenteil, dass es sehr, sehr sinnvoll sein kann, richtig dosiert, richtig angewendet, in den richtigen Händen und auch in der richtigen Reinheit. Da haben wir auch noch nicht gesprochen. Ja. Ja, natürlich. Also wenn Galaktose, dann 100%. Nicht irgendwie 50% Galaktose, 50% irgendwas anderes. Dann konterkariert das natürlich alles. Hochrein ist alles 99,9 bis 100. Ja, super. Da musst du drauf achten. Danke. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.